Timo schuckt gerade noch. Er hat sich was zu essen geholt. Ja, es geht weiter. Nuke, Pistol läuft. Heroic schon mit den ersten Frags. Sein ist doch gerade mit einem schönen Headshot. Moody, Schacht runter mit der Bombe. Und Ezetech mit dem Backstep, da unter Heaven. Wird aber jetzt von Stanislaw nochmal abgefangen. Das Helen steht auch noch outside. Wartet jetzt darauf, dass Stanislaw eigentlich über Secret runter will. Moody steht da einfach nur rum. Macht gar nichts gerade. Wartet, glaube ich, darauf, dass Exilion irgendwas macht. Der kommt jetzt auch Secret runter. Android geht jetzt langsam die Rampe runter. Stanislaw steht immer noch oben. Hört jetzt die Tür aufgehen. Asselian ist langsam Richtung Aquarium Moody noch unten an der Tür am Antitoxic. Bombe nicht gelegt worden. Ja, kommst du aus Richtung Spot? Kennt man richtige Info. Asselian. Oh, allein gelassen worden. Tür ist bekannt, Rampe ist bekannt. Asselian, Bombe liegt defensiv. Na, liegt ein bisschen offensiver für ihn. Ist eine Möglichkeit. Oh, schnappt sich Android! Mit einem richtig krassen, was soll der kein Kind konzilien? Muss da jetzt reingehen, sieht den Kopf! Stark. Stark gemacht! Stark gemacht, Asselian. Und wichtig, gerade für Heroic. Denn sie liegen 0-1 hinten und gerade die Pistol schafft jetzt für dich ein bisschen Confidence. Oh, das war ein netter Headshot. Mal Outside Take jetzt von Heroic. Oh, schöne Granate, die geworfen wurde. Und ein R-Stack. Was wollte da, glaube ich, Main rein, hat sich nochmal anders überlegt. Dann geht erstmal Outside durch. Asselian droppt vor Main. Oh, da kommen sie jetzt raus. Aber er und Freiberg halten das bislang noch gut ab. Sun ist noch bekannt. Und er wird gepusht von 2-3 Mann. Macht er nichts mehr. Bei 0 Komplexe gekauft, keine Arve. Na, wir sehen immerhin einen Molotov noch. Sind wir im Replay. Asselian, Freiberg. Schön gedoppelt. Molotov für Stanislaw. Granate hinten dran, ein paar Smokes, ein paar Flashes, die kommen direkt outside. Freiberg. Beim Sprung hat die AK abgegeben wieder an Mertz oder Moody. Und Heroic tastet sich langsam mal ran. Und zwei Outside Smokes als kleiner Fake. Und jetzt spielt man langsam Rampe an. Sam rusht auch an der Nate. Der Pommes Smoke. Und jetzt kommen sie zu dritt, zu viert über Rampe. Yay, blind. Oh, die Flash war gut. Drop trotzdem runter in Richtung B-Spot. Moody versucht nachzusetzen, direkt nachzupushen. Freiberg kommt in der Zeit über Secret. Oh, gesehen. War Freiberg abgeaimt worden. Aber Stanislaw unten schon drin. Mercer der ersten Trade. Aber die wissen, dass da noch einer stehen muss. Bombe erstmal gedroppt. Jetzt gelegt. Shazam unten an der Tür. Keine Bomb plant. Nicht vereiteln und Android im Vent. Wenn er hier ein gutes Timing erwischt, vielleicht Easter Egg rausnehmen kann. Oder sie mit 5 HP das Ganze noch irgendwie. Smog unten rein. Die Granate. Ah, macht guten Schaden. 30 bei Dev, 20 bei Android. Nächster Flash hinterher, Moody, E-Stack, die doppelt das wissen, in der Smoke stehen sie. Und Complexi bekommt einfach keinen Fuß auf den Bombspot. Und geht auch direkt weg. Oh. Android kriegt da nochmal Moody, Dev nochmal Mertz, die ein bisschen am Handen sind. Also wenigstens noch ein bisschen Schaden gemacht, auch wenn die Runde entsprechend verloren wird. Die erste Byron nicht erfolgreich ist.
Heroic mit einem 3-0 auf der T-Side. Kann man gut vorstellen. Shazam mit 003, Yay mit 003. Kann man gut vorstellen, dass Merz jetzt auf eine Aave geht. Ja. Das gibt nur Pistols als Edition für die beiden M4s. Merz outside mit der Orb blind, schaut, T-Red steht. Oh, hinten dran, Death raus und das ist die erste M4, die weg ist. Shazam mit der USP, sieht Main droppen, Asilien obendrauf, Stanislaw auf Pommes, Freiberg sieht Yay, Shazam unter sich endlich, Outside, auch Yay raus, Android, Stanislaw. Bei Heroic noch nicht auf A oder B drauf. Erstmal nur Kontrolle über Outside, was sich auch ein bisschen Freiraum gibt. Könnte gerade jetzt über Heaven gehen. Freiberg, ich muss nur aufpassen, denn oben wartet Android. Flash ist gut. Oh, die ist richtig stark gewesen. Und Stanislaw droppt runter, ist bekannt auf dem A-Spot. Inform ist drin. Die kann hinten eigentlich ganz einfach Moody up-aim. Steppt auf dem Dach, versucht es nochmal über Silo. Auch nicht. Ja, Moody hat ihn nicht gehört. Vielleicht bekommt er die Chance, eine AK mitzunehmen. Bei Moody, Cillian pushen Rampe durch. Da ist keiner. Stanislaw. Oh, macht fast beide. Das wäre der Worst Case gewesen für Heroic. 2-1 verloren. Nachdem man ein 5 gegen 1 hatte. Shazam kauft sich jetzt auch eine Aave. Wird jetzt wahrscheinlich versuchen, Merz das Duell abzunehmen. Diesmal mit 3 Defuse Kits. Deutlich mehr Utility in der Hand bei Complexity. Aber Heroic hat bislang extrem krassen T-Performance. Sie droppen Moody schnell in den Vent runter. Auch wenn es erstmal nicht Bombe ist. Schaut da Richtung Rampe. Knappt sich Yay. Und auch Isek ist mit drin. Bombe gelegt worden. 4 gegen 3 Überzahl. Complexity braucht noch mindestens mal einen, um hier in den Retail gehen zu können. Denn in der Unterzahl, glaube ich, werden sie sich nicht mehr weiter bewegen. Merz. Also, sie wissen, dass Merz da noch irgendwo ist. Schnell einen Shot gemisst. Man könnte jetzt auf eine Doppel-AWP gehen. Android sieht ihm aus dem Vent rauskommen. Granate rein. Kein Schaden. Man verzichtet auf die Doppel-AWP. Heroic kann diese wieder picken. E-Stack. So, hol sie hin. Mal schauen, ob man diesmal das Duell outside sieht. Oder ob Heroic nochmal was Schnelles spielt. Complexity warten noch immer auf ihren ersten Erfolg auf der eigentlich so starken Nuke City Side. Eastek, oh, sie zwei vor Main und Info ist wichtig. Death close links, ohne Chancen. Und auch Merz kommt mit der AWP nochmal nach. Er weiß Shazam out, so der schaut in Richtung Main, will da kein AWP-Duell eingehen. Das geht schnell in Richtung B. Oh, Shazam ein bisschen am Schlafen. Dachte sich da, die sind da noch nicht komplett durch. Aber ich schiebe Yay, weil er auf dem falschen Fuß erwischt wird. Ja, der Vent brennt. Complexity kann nicht runter. Und immer noch Moody, der oben so ein bisschen den Vent und Main deckt. Stanislaw wirft mal einen Blick in Richtung T-Lobby. Shazam hält die Rampe. Und die Bombe, die ist noch immer nicht gelegt. Die hat immer noch Asilien. Das ist der Worst Case. Moody muss eigentlich ein Auge drauf haben. Aber schaut nur in Richtung Main und das gibt's doch nicht. Was macht der? Heroic spielt Team King Green. Eastek auf 50, Merz auf 20. Und die Bombe immer noch in den Händen von Complexity.
Mertz, über Pommes. Da steht Stanislaw drin und sieht die AWP. Eastech mit AK an der Rampe, geprefired, stark gemacht von Complexity und weggeworfen von Heroic. Also Isilien mit Pech, ja, dass die Lobby schon drin waren. Hello. Und dann Moody, der einfach weiter stur Richtung Main schaut. Hello, Kinguin, Moody hier. I can do it better. Ach, ey. Weiß, keine Ahnung, was er da sich da gedacht hat, was das da für ein Brainfart war. Heroic, nimmt das gerade mal in die Hand. Versucht's mit ein paar Bissen Richtung Main, Richtung Vent. Outside, eher erstmal defensiv. Sie lassen sich viel Zeit. Sehr viel Zeit. Ja, die Smoke sitzt nicht. Die Flash fliegt immerhin da, wo sie hin soll. Und Shazam brennt im Secret nicht an. Stanislaw versucht durch die Smoke, bekommt dafür von Fabric Instant die Retourkutsche. Und dann ist da immer noch Shazam. Molotov rein, kann nicht gepusht werden, wenn, dann müssen sie Molotov-Schaden in Kauf nehmen. Und das kann sich Heroic aktuell nicht leisten. 4 gegen 4, alles offen, Dev outside. So immerhin Silly in der Traden kann, da kommt Eastech nochmal rum. Und Shazam, über den Vent, kommt da hoch. Oh, ist gesehen worden, Moody. Und Shazam trifft die Shots nicht. Granate rein, jetzt ist Sicilian da. Android bekannt auf dem Spot. Das heißt, man kann ganz einfach runter auf B gehen. Hinter Vent steht. Moody hört die Steps im Vent. Android immer noch mal 1 gegen 2. Hat keine Nades. Nur noch Kevlar, die AK, Kit. Das ist gerade schon wieder eine dicke Throw-Party. Er versucht's in Richtung Aquarium. Damit meine ich halt, aus welchem Grund geht Shazam mit seiner AWP den Schacht hoch und sucht sich ein Duell, was er nie gewinnen kann? Tja, Complexity hat das in der Hand gehabt. Aber sie wollten da wohl das Ganze nicht gewinnen. Somit heißt es 6-1 Heroic. Outside Flashes, Shazam mit der Scout, Stanislaw mit der MP, der wartet ab und das ist gut, ich kann zwei machen, aber nicht, wenn man sich zu traden kann. Oh, das wär's gewesen. Jetzt schnell Richtung A. Trade von Freiburg. 3 gegen 3. Android, Shazam, Heaven vom Main. Android ist bekannt, wird abgeaimt. Und Heroic. Er spielt sich verdient eine 8. Runde auf der T-Side. Denn Complexity sollte jetzt eigentlich keine Chance haben. Sie callen auch noch keine Pause. Sie bleiben. Auf einer Runde sitzen erstmal. Wir werden jetzt Ekon und danach die Pause callen, denke ich mal. Heroic mit dem bereiten Aufbau. Oh, Azertech mit den Pedalos. Fährt er komplett Secret runter. Ja, sie lassen sich viel Zeit. Sie haufen so ein bisschen auf die Aggression von Complexity, die jetzt Pommes mal reinlurken. Tja, und das sind instant zwei Vorteile. Jetzt kommen sie Richtung Rampe, gemeinsam über Radio und unten vom B-Spot. Letzter Mann Pommes. Kein einziger Frag für Complexity gegen die Byron. Das ist auch gerade so schlecht. Die verdienen sich auch gerade gar nicht, irgendeine Runde zu holen. Na, Eco-Facen die alle einzeln rein. Gehen auf Winkel, wo sie nun mal nicht zu zweit pieken können. Das ist aber schlecht.
ohne AWP und ohne Kit gegen Heroic. Stanislaw blind, Merz outside. Ah, sie schieben immerhin schon mal runter in Richtung B, vorsichtshalber. F steht da close am Secret. Ja, das hat Heroic so ein bisschen geahnt. Versucht's über outside. Secret gemollied. Wieder ist in Richtung Heaven geschickt. Und Freiberg schnappt sich Death unten auf B. Yay. Androids. T-Lobby gepusht. Moody hält hinten noch den T-Spawn. Oh, Cleave hat schon gehangen. Da. Oh, Sanders war doch einem. Android mit dem nächsten, aber es rettet. Das ist so schlechtes CS, was die spielen. Was soll das? Jetzt gibt's das Timeout. Ja, eine Runde zu spät. Oh, schön. Das sind tolle. Der Monitor ist jetzt auch ein Kommentator, alles klar. Okay. Commercial, how to do it right. Muss man nicht verstehen. Glaube nicht. Warum man das bitte in einer Tactical Pause macht. Sollten wir auch einfach mal dich ersetzen? Dich an. Bin schon weg. Ja. Oh, es geht weiter. Man sieht nicht mehr Torin. Finde ich gut. Mach mich schon mal ein bisschen glücklicher. Triple Deagle. Eine Flash. Und Heroic. Tür schon aufgesprengt. Ah, kommt langsam Pommes, E-Stack. Warten sie alle outside? Die stehen alle draußen. Der Asphalt ist komplett offen. Die hoffen, dass Heroic jetzt nochmal outside kommt, was sie jetzt auch tun mit ein paar Smokes von E-Stack und Merz. Und yay. In der Smoke. Jetzt kommt die Flash. Oh, Freiberg. Aber Instant Trade. Mach nur einen. Oh, da oben steht noch Asilian. Androids. Mach auch nur Death. Einen. Was ist ein 3 gegen 3? Mit vielleicht zwei Rifles in den Händen von Complexity. Die erste ist raus. Die zweite wird gerade aufgenommen von Android. Und Stanislaw. Noch in Heaven unterwegs. Was macht er da noch? Er hat nichts zu verlieren. Anstatt einfach runterzugehen und sich die zweite AK zu nehmen. Immerhin eine wird durchgebracht. Aber es ist eben die 10. T-Runde für Heroic auf Nuke. Das ist so... Das ist einfach schlecht. Sowas kotzt mich an. Das macht keinen Spaß zuzusehen. Du hast ein Team wie Complexity, was auf Nuke eigentlich ultra krass ist. Natürlich ist Heroic auf AT-Seite von Nuke krass, das haben sie in dem Turnier schon gezeigt, aber das ist ein Complexity, was gegen Big, eins der strategisch krassesten Teams auf der Welt, bei einem Major auf Nuke gewonnen hat. Von dem ist gerade nichts zu sehen. Ein Shazam, der die zerschossen hat, ist nicht mal anwesend. 2-1-9 Stats. Ich glaube, das ist aussagekräftig genug. Das nervt. Shazam. Und dann trifft er sowas.
Zum Glück ist das Backup da. Immerhin. Vorteil Complexity. Jetzt einfach nur sicher ausspielen. Stanislaw mit einem guten Backstep. Und den hat Heroic nicht auf dem Schirm. Der kann zwei Outside holen. Bekommt er auch. Und jetzt liegt es an Freiburg und Cillian. Molotov hinten in die Ecke. Oh, Stanislaw brennt an. Muss aus der Smoke raus. Cillian und Freiburg. Mit 15 im 1 gegen 2. Hat 40 Sekunden auf der Uhr. Bombe gepickt. Sneakt sich in Richtung Underheaven. Für Sam. Nach unten. Tamvent. Gay steht auf dem Spot. Und er snappt. 20 Sekunden. Freiberg versucht das. Flasht einmal Richtung Spite. Smoke hinterher. Und geht auf B. Ist eine Möglichkeit. Na, Shazam droppt wieder runter. Freiburg liegt offen. Wäre die Chance für Shazam. Das ist endlich mal ein guter Move. Stanislaw, der Einzige, der sich irgendwie gegen diese dänische Macht gerade stellt. Der Rest vom Team hängt eher so an einer Kette an seinen Fußgelenken. Outside durch, Heroic. Sind hier mit der Support Flash. Stanislaw deckt den Vent ab. Shazam schnell Richtung Secret. Und da sind sie schon durch, das weiß Dev. Shazam stets bereit. Mertz schaut Richtung Underheaven. Richtung Heaven. Erster WP ist gespottet, kommt über mit der Sinne wieder Richtung Heaven rein. Der ist aktuell nicht gehalten. Wir sehen beide unten an der Leiter. Der Cillian kann einfach so reingehen. Freiburg, immer noch Under Heaven Death mit der AWP, ist Cillian raus. Freiburg, auch er geht drauf. Das ist eine Dreimann-Überzahl für Complexity. Eastech. Modi. Main. Tür. Erster Smoke rein. Tür offen. Vent gecheckt. Ist sauber. Eine Flash in Richtung Spot. 40 Sekunden im 2 gegen 5. Und sie stehen zur Spot on Spot. Oben ebenfalls noch im Heaven drin. Death macht da unheimlich viel Damage mit der AWP. Moody versucht es noch. Und dann ist das Shazam vom Vent aus. Complexity scheint jetzt endlich aufzuwachen. Ich glaube, ich muss das nächste Mal früher flamen. Wäre eine Möglichkeit. Oh, schneller Argo. Aber geht einfach durch den Molotov durch. Also nicht auf den Blick. Ja, erst spät, Bombe drop down, Überzahl, 3 gegen 2. Nachdem Moody und Freiburg einmal traden konnten, Android immer noch auf dem Spot, aber auch hier keine Chance gegen Cillian. Und jetzt die beiden AWPs gegen die AKs. Shazam an Ruf der Tür, jetzt ist er da und Death aus Main, wunderbar gemacht. Eigentlich ein echt starker Move von Moody, aber Shazam rechnet damit. Und das ist die letzte oder erste Halbzeit. Aber mit 10 T-Runden haben wir da schon mal einen mega krassen Impact von Heroic. Ah, kommt jetzt Tür spät raus. Oh, und der Wicht Stanislaw mit einem Bein noch auf der Leiter. Überzahl Heroic. Death abgemollet. Versucht trotzdem offensiv. Oh, er holt fast zwei. Shazam, yay. Tür. Eastech mit dem guten Peak. Und der letzte Mann im Heaven mit einer ersten Flash raus. Er muss runter. Der Molotov forst die Mac und Eastech. Da lobt man die mal.
ne? Holds die Runde. Da lobt man die mal Heroic. Und dann hat Stanislaw einfach einen Schlaganfall. Da kriegt der einfach einen Schlaganfall. Ja, Complexity schaut nicht gut aus. Währenddessen die Gesichter bei Heroic dann doch schon ein bisschen mehr Freude ausstrahlen. Oh, da wird sogar nebenbei noch gegessen. Sehr confident. So einfach ist das da. Das scheint weiterzugehen. Alter, was mit hat Merz da der zweiten bitte, Halbzeit. Was hat Merz denn da bitte für ein Epileppi? Für eine Epileppi-Tastatur? Heroic, 5-mal Kevlar. Oh, das ist ein schöner Round-to-go. Den versucht man gar nicht erst aufzuhalten, sich definitiv zurückzuziehen. Moody, nee. Der guckt keiner nach rechts. Dass sowas durchgeht, ist traurig. Freiburg im Vent, sieht die Füße hinten. Death ist bekannt, Cecilien kommt close, man steht ebenfalls auch noch Stanislaw mit dabei. Umziehen. Und jetzt zusammen zu zwei, zu dritt, Cecilien mit einer, mit zwei, stark. Mit drei Instant Trades. Und Heroic scheint die Piste Round zu meistern. Aber sie haben kein Kit. Und je mehr Zeit Android und Yay rausziehen können, desto besser wird es. Aber keine Chance, Cecilien mit drei. Im Retake. Das war ein Headshot bei Android. Da war er drauf. Aber gutes Spiel halt. Ach. Oh, Yay ist eher so nay. Der war schlecht, dafür kann man mich jetzt schlagen. Und Complexity nutzt den Bombplant. Geht mir Doppel-AK. Shazam. Ein bisschen Granatenschaden. Ist hier in der Form ist drauf. Und outside die Deagle. Erster Vorteil. Oh, die Waffe liegt einsehbar für Eastech. Jetzt kommt Smoke und Molotov. Auch er smokt sich nochmal ab. Und versucht es close zwischen den Smokes. Nein, Gate zum zweiten Entry. Ich habe so das Gefühl, ich muss die Leute nur flamen. Dann funktioniert das. Tryback und Eastech. UMP, MP9 gegen Doppel-AK, Galil, Doppel-Deagle. Und gerade Yay hat einen wahnsinnig großen Impact auf die Runde. Eastech an der Tür bekannt. Sie machen keinen einzigen. Heroic gewinnt die Pistol Round mit einem extrem guten Retake. Und jetzt wirft man gegen die Anti-Eco. Ich muss nur flammen. Eins. Und X. Daraus resultiert jetzt eben die Pistol Eco Round auch bei Heroic. Einer Flash bei Asilian. Damit werden sie outside gehen. 5 USPs. Ah. Und sie warten. Outside. Complexity schnell durch. Asilian hat eine Flash. Ja, okay, die hat er jetzt schon rausgeholt. Aber keiner blind. Aber es gibt einen ersten Trade, einen zweiten Trade für Freiburg und Eastech. Und dann auch da wieder für Asilian. Also, die Trades sitzen mit den USPs. Auch gegen die Arkas. Yay ist bekannt. Stepped da close for CT Mac. Muss gecallt sein. Yay. Da macht sie beinahe. Dass man immer erst flamen muss. Warum? Was war das jetzt für ein Buzzer? Gibt die Pause. Stanislaw mit 17, Shazam mit 7, 8 bei Yay. Bei Heroic haben wir 17 für Freiburg, 16 für Asilian, 15 für Eastech. Hier nochmal Yay wieder gegen beide. P9.
Pistols. Ah, schnell nachziehen kann. Pistol Eco bei Heroic. Complexity. Mit AWP und 4 AKs. Und Heroic mit nur mit Pistols. Hat er sich wohl auf dem Vent Rush gestellt? Auf dem Rampe Rush. Da können wir das Ganze einfach abnehmen. Es ist dann 5 gegen 5. Heroic hat nichts zu verlieren außer die Pistols. Warum also nicht versuchen? Vielleicht zusammen über Heaven, Tür, East Tech. Sieht oben schon mal Sunnyslaw sehen. Den Molotov kommt rein. Flashbang ist gut. Merz mit einem ersten. Und der Rest kann aber nicht nachziehen. Essilien. Eagle aufgenommen. Oh, Steph. 1, 2, am dritten ist Schluss. Bombe geht hoch. East Tech kriegt das Ganze und die AK ist gesichert. Wenigstens ein kleines Trostpflaster zum Ende der Runde. 5 Runden liegt Complexity noch hinten. Und Heroic in ihrer ersten CT Fullbar Round. AWP für Mertz, 4 Kits, viele Granaten und eine AK für East Tech. Ja, der erste Schaden gegen Stanislaw. Mertz, Secret, East Tech, MCT-Mac. Tryback, bisschen Pech. Na, Complexity lässt sich viel Zeit. Also auch noch nichts überstürzen. Klar, sie brauchen immer noch wichtige Folgerunden. Complexity. Merz mit dem Frag jetzt gegen Shazam. Aus dem Secret mit dem zweiten noch gegen Dev mit dem dritten. Bitte. Den vierten kriegt er nicht mehr. Da wird aber dann zu wild. 40 Sekunden für ein 2 gegen 4. Bitte noch. Immer noch 36. Ich habe hier bei Sunnyslaw. Aus Pommes. Cillian hat ein Auge drauf. Auf Vent, Main und Pommes selbst. Zieht sie zurück. Richtung E-Roof. Complexity. Geht Haven. Und East Tech. Android wird gar nichts haben. Ist die Frage. Ja. Zeit ist vorbei. Hat Stanislaw aber Android noch den Arsch gerettet. Und direkt die Pause gecallt. Jetzt wunderschön gemacht. 1, 2, 3. No Scope. Ah, der T-Side Flow scheint jetzt so ein bisschen zu unterbrochen sein. Also, Complexity sah nicht schlecht aus. Mit dem Anfang auf der T-Side, aber jetzt die Runde vorbeilaufen lassen. Heroic hat ein bisschen. Er hat ein paar Defizite mit 2 SMGs bei Moody und Asilian. Überleg gerade, was sie machen könnten. Complexity, um durchzufahren. Outside. Smokes. East Tech. CTMAC. Mers. Hält hinten. Man hat. Keine Gap. Sie können einfach durch. Jetzt sneaken. Ach, Moody müsste aber jetzt schon unten sein.
Oh, Moody ist schon im Antitoxic. Da sehr, sehr vorsichtig, Meter für Meter. Die Ecken rum, bislang ohne Step. Moody steht aber unten, nicht an der Treppe oben. Sobald er jetzt eine Tür aufgeht, sieht man nur auch Mercy die Rampe runtersprinten. Und Abfahrt. Instant Trade, wichtig gewesen. Jay hält unten ein Aquarium. Entweder auf dem Spot, Rampe. Muss man aufpassen, währenddessen aus dem Band raus. Noch nichts runtergesprungen ist. Mertz. Baut Richtung Aquarium. Und das darf doch nicht sein. Jay piekt einfach so offen die Rampe. Versucht er zu crossen. Asurion rechnet noch mit einem Lurk. Freiburg, der Doppelnack gegen Shazam. Shazam zum ersten. Alles ausgeglichen wieder. Shazam will noch einen haben. Muss aufpassen. Silian Vent drin. Er kommt. Peak. Shazam. Jetzt aber. Und dann den nächsten gegen Freiburg. Und Instant. Mertz. Complexity. Haut direkt ab. Also genau das hat gefehlt. Den Fehler, den jeder gemacht hat, den hat Shazam gerade doppelt und dreifach ausgebügelt. Weil dadurch, dass jeder so dumm stirbt, kommt die Runde nochmal ins Wanken. Sehen wir es nochmal. Jetzt zeigt Shazam, was er drauf hat. Endlich. Aber auch eigentlich schon viel zu spät. Ja. Eigentlich, ich meine gut, wenn er jetzt da ist und alles nimmt und die Heroic einfach keine Chance mehr lassen, dann hat's ja gereicht. Aber dazu müssen wir erstmal weiter rankommen. Ja, 5-mal Aztec, wo es jetzt kurz ein Pommes reinging, aber nicht ganz durch. Nislaw hält die Rampe, Yay hält Main, Heroic schiebt langsam vom A-Spot weg, Freiberg schaut nochmal oben auf Main drauf. Mertz ist bekannt. Yay mit dem ersten gegen Freiberg. Erste Pistole ist raus. Yay, Death, Shazam, Mertz. Wenn er mit der AWP 2-3 Frags zieht, geht die Runde auf jeden Fall klar. Bekommt den Dink, aber den Frag gegen Death. Gut, war jetzt nicht wirklich schlimm, weil Death nur mit der MAC-10 rumgerannt ist. Oh! Er hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn bei Weggehen nicht gesehen. Ja, unglücklich für Sam. Jetzt der runter auf B. Rampe schauen. Cillian bleibt auf A. Das ist ein guter Fake. Easttag Moody auf B. Jetzt kommen sie Richtung A-Spots, über Main, über Pommes. Der Fake greift direkt nach oben. Ja, instant die AWP disabled, Main rausgenommen, Vent rausgenommen, Moody ist bekannt. Aber hat keine Chance mehr gegen Shazam. Drückt aber auch nochmal einen Headshot. Gut, Mert seine Awe verloren. Was macht Heroic jetzt? Machen sie noch eine Eco, damit Mert dann wirklich eine AWP hat? Okay, never mind. Rifle Baron, Cecilia mit nur der MP9. Smoke, Flash. Sie haben kein Kit, Heroic. Kein Kit. Easttag, Outside, Offensiv. Spiel das Ganze hinter T-Rat. Sunnyslaw mit einer ersten Grad Richtung Secrets. Oh, die macht gut Schaden an Easttag. Und unten Freiburg. Hält den A-Spot nicht. Pommes drauf. Cecilia instant getradet. Überzahl, Complexity. Und Heroic. In der armen Unterzahl. Oh, backt direkt auf. Ne, die gehen zurück. Ohne Kids. Oh, nach Rampe gibt es ja gleich noch Duell. Hello, Observer. Danke. Mertz, defensiv an der Box. Stanislaw hat da keinen Fokus drauf. Den bekommt er sicher. Das wären 3 gegen 3. Aber die Bombe einfach schon viel zu weit fortgeschritten. Um hier nochmal eine Chance zu bekommen. 10. Runde für Complexity. Man kommt immer näher. Wenn Heroic sich jetzt nicht langsam rafft, dann war's das.
Dann wird es nochmal richtig tricky. Und ich gehe stark davon aus, das ist eine technische Pause. Nicht schon wieder. '16, '17, '17, '18. Nur Moody, der so ein bisschen hinterhängt. Und jetzt bei Complexity. Auch Shazam. Yay mit jeweils 12. Pause ist vorbei. Aber jetzt gibt's das. Jetzt gibt's das CT-Timeout. Gut, was könnte Heroic machen? Heroic kann gerade eigentlich gar nichts machen. Um ehrlich zu sein. Heroic spielt's eigentlich perfekt. Aber die gewinnen ihre Duelle nicht. Was könnte Complexity jetzt noch weitermachen? Complexity könnte mal komplett ausnutzen, dass Moody Rampe alleine steht. Das könnten sie ausnutzen, ansonsten können sie weiterhin ihren Stiefel runterspielen. Könnten vielleicht nochmal einen Vendrush spielen. Oder Late Outside. Tür offen. Genadet. Wieder East Tech hinten am T-Red. Hat er eben gerade letzte Runde ordentlicher mitbekommen. Der Granate. Nächsten Smokes fliegen Richtung Outside. East Tech immer noch hinten dran. Die Rifles müssen abliefern. Merce ist raus. Erster End für die erste Waffe weg. Auch Yay sieht den hinten dran an Terrets. Asilian hat keine Chance zu traden. Freiburg auf 50. Moody allein mit der M4. Complexity schleicht Secret durch. Stanislaw hält oben nochmal den R-Spot an, schaut Richtung Heaven, sieht Moody, da fliegt instant der Headshot rein. Freiburg in der T-Lobby, Asilian. Ich glaube CT-Mac. Ja, Blue Container. M4 mitgenommen. Bisschen Geld sichern immerhin. Auch wenn sie keinen einzigen Frag ziehen können. 11. Runde Complexity. Die drehen nochmal richtig auf jetzt. Auf der T-Side. Natürlich aber auch nur, weil Heroic ihnen die Chance gegeben hat. Das Problem ist nur, dass Heroic jetzt gerade kein Mittel findet, um diese Gewalt zu stoppen. Oh, sie pushen den T-Spawn nochmal, aber die Zeit ist vorbei. Das reicht nicht mehr. Und zu dritt reingepusht. Zu spät. Also, Mertz bekommt die AWP wieder. Isaac schnappt sich die AUG. Ein Kit bislang. Silin hat noch Geld. Verzichtet. Ist ein Risiko. Schade halt. Wenn Freiberg jetzt outside drauf geht und die Info nicht da ist, könnte der Diffuse in Gefahr sein. Oder man ist einfach nur extrem confident mit AWP und Org beim Mercer Mistake. Moody. Mit ein bisschen ersten Schaden an der Rampe. Smoke nochmal nach. Complexity hier in den Outside Smokes. Nur das mal nachladen. Oh, komm jetzt, ihr Reload zusammen. Stanislaw, Android. Under Heaven steht nichts. Ist halt schade, dass da keiner hinterher geht. Immerhin ist es ein bisschen erster Raumgewinn. Auch wenn sie die Rampe wieder komplett aufgeben. Shazam hofft auf den Pick im Secret. Aber da steht Mercy in der Defensiv. Und traut sich nicht ganz offensiv rein. East Tech. Close. Death. Yay. Gehen sie Richtung Under Heaven. East Tech mit dem ersten. Es kommt kein Trade. Der weiß, dass schon eine Outside Close war, also kann auch noch ein anderer stehen, zum Beispiel an Yay. Und den hat Asilien im Blick. Mertz angeschossen auf 30. Yay kommt langsam raus. Asilien steht unten gut.
Und das scheint eine sichere Runde zu sein für Heroic. Mercer mit dem nächsten Shazam raus. Android, Stanislaw. Bekommen ordentlich Granatenschaden mit. Oben drauf, Pommes steht. Unfassbar. Android zum zweiten. Android zum dritten. Und dann ist es Zillion. Die Runde hätten sie verliert zu verlieren. Verdient zu verlieren. So. Also, allein, dass Freiburg da diesen Easy Frag nicht kriegt. Das ist schade. Zieht jetzt Heroic das nochmal an und schafft es vielleicht, Nuke endlich zu gewinnen, endlich zu beenden. Outside schnell durch. Es gibt nochmal Molotovs, hohe Flashes. Und wieder steht unten Mertz mit der Orb. Wenn der hier mal den Frag sichern kann, gibt's direkt 2, 3, Molotov rein, Jay muss aufpassen, Event steht da drin, aber kann bisher keinen setzen. Nur der Anschuss gegen Nerf und die Flash ist gut. Und Mercer schaut, jetzt Android down. Shazam, angeschossen auf 50. Oh, Jay und Stanislaw aber können das... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freiburg und Eastek halten das auf. Oh, Shazam mit dem Molotov in Richtung Wendt. Kann Eastek nur hinten raus. Schaut mal, Rampe steht noch nicht unten close. Shazam legt offen. Eastek macht das gut. 15-11. 4 Map Points. Für Heroic. Oh, Moody. Ja, die hätten vorhin einfach Moody hinterher gasen sollen. Rampe eingenommen, Moody hinterher, Moody töten. Belegen, vernünftigen Afterplans. Aber so. Weiß nicht, warum man das nicht ausnutzt, dass da einer an Rampe steht, der einfach nichts rafft gerade. Er hittet nichts. Großartig, was tut er auch nicht, weil er halt, wie gesagt, er steht Rampe und es passiert die ganze Zeit bei ihm halt nichts. Also ich bezweifle, dass er da einen dicken Full-Fokus hat. Oh, offensiv, aber Def ist da mit der AK, nein. Mertz, schön offensiv, Pick und instant zurückgezogen, instant defensiv. Überzahl rausgespielt. Bombe erstmal gedroppt, Freiburg. Steht da. Ich glaube in Main. Und sie wollen die Rampe traden. Flash ist gut. Moody bekannt. Mertz. Und verschoben. Und Yay. Kann keinen Schaden traden. Fast doppelte Überzahl für Heroic. Dauert auch wieder viel zu lang. Stanislaw schafft es gegen Freiburg. Und jetzt Richtung Underheaven. Da gibt es die Defensivsmog rein. Heroic scheint bestens gewappnet. Für diese 27. Runde. Android, Shazam und Yay. Sekunden. Sie haben noch 3 Molotovs und eine Granate. Keine Smoke, keine Flash. Was machen die? Was wird das? Sekunden. 20 Sekunden. 15 Sekunden. Ist Zillion raus. Aber instant Freiburg Eastek. 10 Sekunden. Die Zeit rennt hier davon, weil sie outside komplett durchgesneakt sind. Und das kann nicht gut gehen. Also jetzt mal eine ganz ernst gemeinte Frage. Sind die behindert?